Das ist Johannes Kleske. Ich klicke dich hier schon mal auf die Bühne. Johannes ist Zukunftsforscher, wie irgendwie alle unsere Gäste heute. Er beschäftigt sich mit wahrscheinlichen und wünschenswerten Zukünften aus einer kritischen Perspektive. Und mit seinem Unternehmen Third Wave unterstützt er Organisationen dabei, handlungsfähig zu werden, steht auf der Webseite. Und was das genau heißt, wird er uns jetzt erklären. Hallo Johannes. Hallo Johannes, herzlich willkommen. Ich habe mich gerade schon gefragt, irgendwie ist das quasi auch der Zukunft des Faschings. Ist so, wollen wir sie reinklicken? Wollen wir sie reinklicken? Ja. Allah, ja, vielleicht. genau. Wer weiß, wie die Kappensitzungen laufen dieses Jahr, nächstes Jahr dann. So Ich sieht's aus. weiß nicht. Vielleicht, es gab doch bestimmt irgendwelche Sitzungen am 11.11. oder nicht, die auch online Ich. stattfanden. Ja, in Köln auf jeden Fall. Ich als alter Kölner. Ja, ich habe es Okay, mitbekommen. wir schweifen ein bisschen ab. Wir wollen in die Zukunft blicken. Genau, und ich würde gerne als erstes von dir wissen, Johannes, was heißt das, Zukunft zu erforschen? Wie kann man denn Zukunft erforschen? Also man kann was Vergangenes erforschen, das verstehe ich, aber wie kann man denn was noch nicht passiert ist, erforschen? Genau, das ist die spannende Frage, mit der sich die Zukunftsforschung beschäftigt. Und der Kniff dabei ist, dass wir nicht quasi einen zukünftigen Punkt in dem Sinne erforschen, also eine sogenannte zukünftige Gegenwart oder sowas, einen späteren Zeitpunkt, sondern wir erforschen, was wir jetzt gerade in unserem Kopf uns über die Zukunft vorstellen. Das ist das, was Zukunftsforschung ausmacht, also darüber zu analysieren, auch neue Zukunftsbilder zu erstellen, bestehende zu analysieren, einzuordnen, welche sind wahrscheinlich, welche sind möglich, welche sind vielleicht auch wünschenswert. Also kennen verschiedene Zustände oder Formen von Zukunftsbildern, aber das ist das im Kern, Zukunftsbilder zu analysieren, die Vorstellungen, die wir im Kopf haben, die Erwartungen, die wir im Kopf haben, von dem, wie die Zukunft aussehen könnte, sich entwickeln könnte. Und das Und ist ein ganz entscheidender Punkt dabei ist, das klang gerade schon an, und das hat vielleicht auch den einen oder anderen, der die Einladung oder den Titel von dieser Veranstaltung heute gesehen hat, so ein bisschen drüber gestolpert. Ich erlebe das immer bei den Vorträgen, wenn da Zukünfte im Titel steht, dass alle erstmal so, weiß ja nicht, ist das überhaupt grammatikalisch richtig? Kommt dann so gerne die Frage. Und ich sage dann an der Stelle immer gerne, ja, tatsächlich, der Duden sagt, die Mehrzahl von Zukunft ist Zukünfte, packt dann aber immer so eine Klammer dahinter, in der steht selten. Und das ist so ein schönes, immer für mich so ein schönes Signal dafür, wie wir in Deutschland tatsächlich über die Zukunft nachdenken, nämlich in dieser sehr, es gibt so die eine Zukunft, auf die wir uns hinbewegen. Und wer die am besten prognostiziert, der gewinnt sie. Weil der kann sich da am besten darauf vorbereiten. Aber das Bild ist tatsächlich komplett falsch, denn solange wir sind immer nur in der Gegenwart, ne, und alles, was in Zukunft kommt, ist immer nur eine Vorstellung. Und solange es nicht passiert ist, ist es tatsächlich auch noch offen. Ne, also das ist für uns ein entscheidender Punkt der Zukunftsforschung ist, dass die Zukunft offen ist, insbesondere je weiter wir in die Zukunft reindenken. Ne, also was morgen passiert, ist vielleicht schon deutlich klarer als das, was in 5 Jahren passiert. Wobei wir dieses Jahr auch gelernt haben, dass auch Dinge, die sehr nahe liegen können, deutlich unsicherer sein können, als man sich das im Allgemeinen so vorstellt. Aber das ist das, womit wir uns beschäftigen, mit einer offenen Zukunft und vor allem mit einer Vielfalt von unterschiedlichen Richtungen, in die sich die Zukunft bewegen kann. Und deswegen sprechen wir immer von Zukünften statt von einer Zukunft. Okay, und wie geht man dabei vor, wenn man das jetzt erforschen will? Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die sehr viel damit zu tun haben, was man gerne machen möchte. Also ich gebe mal ein Beispiel. Letztes Jahr ist ein Kunde zu uns gekommen und hat gesagt, wir wollen unsere nächste Unternehmensstrategie entwickeln für die nächsten eigentlich bis 2030. Das ist immer ganz lustig in diesen strategischen Ausrichtungen oder in Foresight. Gibt es immer so Schlüsseljahre. Ne? Jahrelang haben sich alle auf das Jahr 2020 vorbereitet. Und dann war man so 2018, 2019 wurde man plötzlich kribbelig, weil man dachte, oh Moment, 2020 ist ja jetzt schon fast, jetzt müssen wir mal, dann kam so 2025, gibt immer diese runden Zahlen, auf die man zugeht.
Die kamen zu uns und haben gesagt, sie wollen ihre neue Unternehmensstrategie machen. Aber bevor sie jetzt überlegen, was sie da genau irgendwie anstreben wollen, würde es ja vielleicht sogar Sinn machen zu überlegen, wie könnte denn für sie das Jahr 2030 aussehen? Und das ist genau das, was wir dann gemacht haben. Zwar nicht zu sagen, okay, so, wir prognostizieren, so wird es aussehen, sondern wir gucken uns verschiedene Trends und Entwicklungen an, die uns einen Hinweis darauf geben kann, in welche Richtung sich das bis ins Jahr 2030 entwickeln kann. Also könnte es so aussehen, könnte es ganz anders aussehen, was ist, wenn das eintrifft, was ist, wenn etwas ganz anderes eintrifft. Und so haben wir verschiedene Zukunftsszenarien für das Jahr 2030 für den Kontext dieses Kundens entwickelt, damit die sich wiederum dann orientieren können und sagen kann, okay, wir bereiten uns nicht mehr nur auf eine prognostizierte Zukunft vor, sondern wir bereiten uns auf verschiedene mögliche Zukünfte vor, um auch flexibler, agiler zu werden und uns dem Ganzen schneller anpassen zu können. Okay, und verstehen das die Unternehmen mittlerweile? Also ist das oder ist das immer noch viel Überzeugungsarbeit oder Kommunikationsarbeit? Das ist vor allem ein Prozess. Wir sind es in der Alltag nicht gewohnt, in Zukünften zu denken. So, ne, wir sind sehr darauf fixiert, das und das wird passieren oder nicht passieren. Weil es kompliziert ist. Es ist schwierig, unterschiedliche Zukunftsrichtungen und Möglichkeiten nebeneinander im Kopf zu halten. Wir wollen eigentlich immer nur wissen, kommt's oder kommt's nicht. Und wenn man dann sagt, so, wir machen nicht nur kommt's und kommt's nicht, sondern wir machen noch ganz verschiedene, vielleicht kommt's. Dann muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also wir sagen immer so ein bisschen, gerade am Anfang, wenn man in so einen Zukunftsworkshop reingeht, muss man diesen Zukunftsmuskel erstmal aufwärmen, ne, und anfangen, sich so verschiedene mögliche Zukünfte anzusehen. Das Spannende ist, dass wir, gerade wenn wir zum Beispiel in den Bereich Science Fiction oder sowas reingucken, es durchaus gewohnt sind, mit Geschichten, unterschiedlichen Richtungen, die Zukunft geht, umzugehen. Aber wir übertragen es ganz wenig auf unseren Alltag. Und das ist genau das, was wir ganz häufig machen, ist zu versuchen, in den auch gerade den Führungskräften und den Verantwortlichen in den Organisationen so eine Hilfestellung zu geben, genau so über die Zukunft nachzudenken und sich dadurch neues Orientierungswissen anzueignen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und wer kommt da so zu euch als Third Wave? Das ist total unterschiedlich. Ich kann mal so ein paar Beispiele geben. Wir haben dieses Jahr mit einem großen Konzern im Gesundheitsbereich einen Zukunftsreport gebaut. Die haben gesagt, okay, hier irgendwie im Gesundheits-Healthcare, irgendwie in Technologie auch, da passiert ganz viel. Und wir haben da ein gutes Standing drin, aber wir wollen vorbereitet sein auf Sachen, die wir vielleicht auch nicht sehen. Wir wollen auch einen Diskurs in unserem Unternehmen, in unserem Konzern angehen, wo wir vielleicht unseren Horizont weiten müssen. Und dann haben wir mit denen 14 Trends definiert und das ist für uns immer ganz wichtig. Die haben natürlich ihre branchenspezifischen Trends alle auf dem Schirm. Ne, da wissen sie, okay, wir reden alle über das. Was sie aber meistens nicht auf dem Schirm haben, weil dafür im Alltag keine Zeit ist, sind die Sachen, die auch noch passieren. So ein bisschen außerhalb des eigenen Horizonts, die aber einen Einfluss darauf haben. Mhm. Ich gebe mal so ein Beispiel irgendwie. Wir haben mit denen einen Trend besprochen, der so Vertrauensverlust ganz stark thematisiert. Ne? Also für ein Unternehmen im Gesundheitsbereich, das wird sich in den nächsten Jahren, wenn nicht schon heute, damit auseinandersetzen müssen, dass es Impfgegner gibt, ne, dass es Corona-Leugner gibt, ne, dass es plötzlich so eine ganze Bewegung von Menschen gibt, die sagen, ist mir völlig egal, was die Wissenschaft sagt, ich glaube dir nicht, weil du bist nicht auf meiner Seite. Und das wird eine Herausforderung, das wird ein Problem. Und wenn man jetzt anfängt, da sich mit zu beschäftigen, dann kann man sich da wesentlich mehr darauf vorbereiten, als wenn man plötzlich davor steht, dass irgendwie es eine Riesenkampagne gegen das eigene Produkt gibt und man wusste gar nicht, wo kommt das eigentlich her und was treibt diese Menschen an. Und deswegen ist immer wieder auch das, was wir machen möchten, ist bewusst zu gucken, wo steht der Kunde, was ist sein Blick auf die Zukunft, was ist ihr Blick auf die Zukunft und dann zu sagen, guck mal, hier ist ein alternative Blickwinkel, die du vielleicht gar nicht hast, weil im Alltag die Zeit dafür nicht ist und wir geben dir bewusst diesen weiteren Horizont, damit du dann sagen kannst, ah, okay, dann kann ich das mit reinnehmen und das hilft mir zum Beispiel auch, deutlich innovativer zu sein. Ja, spannend. In dem Kontext wird ja oft irgendwie dieses Wort VUCA-Welt benutzt. Mhm. Was heißt das? Wofür steht das? Ja, VUCA ist quasi eine Abkürzung, ein Modell, die Welt zu beschreiben. Und es ist immer ganz lustig, weil
bis Anfang 2020 man das immer irgendwie den Leuten erklärt hat und alle waren so, ich verstehe es noch nicht so ganz. Und dann kam Corona, alle so, ach so, ja, nee, ist völlig klar. Also VUCA steht für Volatilität, für Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Und es beschreibt einfach eine Welt, die sich extrem schnell verändert, aber die nicht nur schneller wird, sondern wo auch die Richtung sich plötzlich ändert. Also wir kennen das, es gibt so Themen, wo man denkt, so, da, wo kommt das jetzt plötzlich her? So, ne? Weil es ganz lange unter der Oberfläche war. Ne? Oder Unsicherheit ist, glaube ich, also ist so das eigentliche Wort des Jahres. Ne? Weil ganz viel von dem, was wir eigentlich dachten, was relativ sicher ist und was auch irgendwie funktioniert, plötzlich nicht mehr funktioniert oder weggebrochen ist. Es ist total spannend als Zukunftsforscher, wenn man es schafft, so zwischen dem eigenen Panik über das, wo was gerade so passiert, so ein bisschen nüchtern drauf zu gucken, zu sehen, wie dieses Jahr eigentlich unsere kollektiven Zukunftsvorstellungen so ein bisschen weggebrochen sind. So, und bis zu dem Ding hin, was ist denn mit Weihnachten? Aber Weihnachten war immer so, ne? Das ist eine Zukunftsvorstellung, so, ne? Es ist so, ich erwarte das und plötzlich funktioniert das nicht mehr und das macht was mit mir. Und das sind alles Themen, die damit reinspielen. Ja, spannend. Ich hätte da eine, Entschuldigung, Noah. Ich wollte nur kurz anknüpfen. Und was würdest du Menschen oder Unternehmen raten, die Angst vor der Zukunft haben? Ja, das Spannende ist immer die Frage, woher kommt diese Angst vor der Zukunft? Also was ist das? Und das hat tatsächlich, deswegen sagte ich das gerade, ganz viel mit dem Begriff Unsicherheit zu tun. Und das, was wir merken und beziehungsweise das, was wir uns tatsächlich auch, ja auch als Mission auf die Fahnen geschrieben haben, ist, diese Unsicherheit abzubauen und, und quasi wieder so ein Stück Handlungsfähigkeit zu geben, indem wir A, erklären, zeigen, guck mal, das sind die unterliegenden Trends, hier passieren solche Sachen. Und, gib mal ein anderes Beispiel, wo wir das genau gemacht haben. Wir haben dieses Jahr eine Tagung gemacht, das war die letzte physische Tagung, bei der ich dabei war, Mitte Februar, wo man sich noch mit 60 Leuten in einem irgendwie Konferenzraum getroffen hat, und zwar mit der Stadt Karlsruhe zusammen. Das war die Tagung der leitenden Führungskräfte, da waren die ganzen Bürgermeister dabei, die Amtsleiter und so weiter. Und was wir mit denen in anderthalb Tagen gemacht haben, ist deren gemeinsames, ideales Zukunftsbild 2030 zu formulieren. So, ne, wenn sie sich alles wünschen könnten, wenn sie sagen, das ist unsere Traumstadt, von dem, wie die Verwaltung funktioniert, wie die Mobilität funktioniert und so weiter, so sollte das aussehen. Und sich das wirklich anzugucken. Was wir dann gemacht haben mit ihnen, ist aus diesem gemeinsamen Vision ein sogenanntes Backcasting zu machen. Ne? Forecasting kennt man, so ich gucke mir, wo wir herkommen und gehe davon aus weiter in die Zukunft. Und beim Backcasting gehe ich von einem Zukunftsbild Schritt für Schritt zurück, bis ich wieder in der Gegenwart bin. Also, wenn ich 2030 das und das erreicht haben will, was müsste ich denn dann eigentlich 2027 erreicht haben? Und dann, was müsste ich dafür 2025 erreicht haben? Und das total Interessante daran ist, dass selbst wenn man eine sehr abgefahrene, irgendwie fast unvorstellbare Zukunftsvision hat und dann Backcasting macht, man am Ende trotzdem bei sehr konkreten Schritten ankommt, die man jetzt und hier in der Gegenwart anfangen kann. Und das ist genau das, was ganz vielen hilft in diesem Umgang. So, ne? Diese wabernde, unsichere, nicht genau einzuschätzende Zukunftsmöglichkeiten konkret zu machen und dann konkrete Schritte abzuleiten. Was kann ich denn jetzt machen, damit diese Zukunft, so wie ich sie mir wünsche, ein Stück wahrscheinlicher wird? Und das war total großartig zu sehen. Wir hatten auch jemanden dabei, der das illustriert hat. Und das hängt jetzt tatsächlich im Rathaus von Karlsruhe so als eine Vision für die Stadt. Da wollen wir 2030 hin und alle gemeinsam haben ganz viele Aufgaben aus dieser Tagung mitgenommen, um das tatsächlich auch in diese Richtung zu bewegen. Super, super spannend. Ich glaube, wir sind leider am Ende deiner vorerst Zeit angelangt. Du kommst aber gleich nochmal auf die Bühne, wenn wir alle nochmal auf die Bühne holen. Außerdem habt ihr, das Publikum, natürlich die Möglichkeit, dir in der Session nachher noch Fragen zu stellen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Bis gleich.